Servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir haben natürlich jetzt wieder einiges gemacht mit Landschaften, Untersuchen und ja, Erinnerungen. Na, bei dem Baum haben wir ja diese Erinnerung gehabt. Und das sind Fledermäuse. Ich möchte heute mal echt schauen, dass wir mal wieder Richtung des neuen Titan gehen. Ja. Und da wird es mir wohl zu diesem Vogel mal geschlagen, sag ich jetzt mal. Das heißt, da haben wir jetzt ein bisschen einen Weg vor uns. Und genau, da war nämlich dieses Erinnerungsfoto. Und ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was vor, sag ich jetzt mal. Wir müssen nämlich jetzt zu diesen... Boah, sieht man den Vogel von da überhaupt? Auf jeden Fall irgendwo da hinten. Ja, da, wo ich gerade hinschaue. Irgendwo da müssen wir hin. Und ich glaube, ich werde jetzt aber mal ganz kurz... Hätten ja da natürlich hier diesen Turm, ne? Haben wir mir Feuerpfeile? Wohl, eigentlich heißt es ja, wir sollen noch Akala gehen, ne? Hat es ja auch geheißen. Ah, in dieses Institut, ne? Weißt du was? Wir schauen wir da nochmal hin. Weil wir sollten uns echt irgendwann einmal in dieses Institut begeben von Akala. Und danach sollten wir zu diesem nächsten Titanen gehen. Glaube ich, wäre ganz wichtig. Alles klar. Jetzt schauen wir auch noch gleich bei der Quelle der Fee. Oder vielleicht so kleine Feen umeinander zwirbeln, ne? Und außerdem haben wir auch noch ganz, ganz viele Schreine. Da hinten zum Beispiel. Den habe ich markiert, ne? Genau. Zu dem müssten wir auch noch schauen. Leider, wir haben so viel zum Tor. Also muss man kurz schnell schauen. Da ist die Feenquelle, ne? Also, ich muss jetzt mal schauen, ob da irgendwie noch Feen sind. Jetzt, nachdem ich die befreit habe, natürlich. Vielleicht schwirrt jetzt da ein paar so kleine Feen herum. Mal kurz schauen. Nee, nicht wirklich. Das ist schade. Wahrscheinlich weiß ich schon, so Feen habe. Und erst wenn die weg sind, wie viele Feen habe ich denn eigentlich? Kennt ihr so Materialien? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ah, hier, 3. Ich schätze mal, dass wenn man 3 im Inventar hat, dass dann sonst keine mehr auftauchen bei den Feenquellen. Maybe. Das ist jetzt eine Vermutung bloß von mir. Alles klar, also. Den haben wir. Gleich wieder ein bisschen Fleisch, ne? Edelwild. Und was haben wir denn hier Schönes? Oh, hi! Und bam. Oh, was ist das? Stahlexalbogen. Ach, die nehmen wir uns definitiv mit. Ja, haben wir einen 14er weg, kenne ich nix. So, hier natürlich ein paar Kleinigkeiten nur, ein paar Monsterzutaten. Oh, das. Ah nein, das ist der kleine Exalbogen. Da haben wir noch was. Und hier haben wir noch ein bisschen Hyrule-Gras. Sehr schön. Okay. Und da kommt natürlich jetzt richtig geil Skaten, ne? Hopp. Das taugt ihm. Können wir auch mal machen. Wir skaten hier. Ah ja, gut, der zerbricht jetzt gleich. Aber macht jetzt auch nichts. Okay, jetzt ist er hier. Scheiße. Naja, okay.
So. Oh, ist da wieder ein starker... Vielleicht ein starker Exalbogen dabei? Man weiß es nicht. Könnte sein, ne? Das ist ein Soldatenbogen. Der ist aber, glaube ich, auch nicht verkehrt. Könnte es sein? Na gut, der ist genauso wie der. Ja gut, dann brauche ich nicht. Ihr habt es gemeint, ihr habt jetzt auch so einen starken Exalbogen dabei. Also ich werde jetzt mal hier zu diesem Schrein gehen. Was haben wir denn hier? Ah ja, da müssen wir glaube ich auch irgendwas hinbringen. Ah, das macht man danach. So. Oh, da darf man schon... Sollen wir es probieren? Komm, wir probieren an. Feuerpfeile hätte ich übrigens auch, ne? Fällt mir so auf. So, komm her. Autsch. Ich beschütze dich. Oh, ich brauche was anderes. Ah, oh, eine Hucke mit dir. Au! Boom! So, und wieder hin. Autsch! Wächter-Ochskuh hier nicht mehr. Steckt auf jeden Fall ein Schwert drin, ne? Okay. Und let's go! Da ist das Auge. Und so, das war's. Alter. Hinox-Zahn blieb nach einem Kampf gegen einen Hinox zurück. Selbst für einen Monsterzahn ist er ungewöhnlich groß und hart. Man kann damit Medizin erstellen. Sehr geil. Was ist das? Großer Bumerang. Dieser Bumerang ist so riesig, dass man ihn mit beiden Händen werfen muss. Zum Kampf wurde diese Jagdwaffe mit Klinge verstärkt. Äußerst schwierig zu handhaben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ein Eisschwert. Ein magisches Schwert, das im ewigen Eis von Hebra geschmiedet worden sein soll. Schwinge es, wenn seine Klinge blau leuchtet, um Gegner einzuführen. Finde ich geil. Aber wir müssen, glaube ich, echt ein bisschen was wegschmeißen. Bin mir gerade bloß unsicher, was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Puh. Also, das Eisschwert hätte ich schon auch noch gern. So, auf den legen wir gleich mal weg, den Bogen. Was ich glaube, dass der gar nicht mal so geil ist, der Bumerang. Nehme lieber das Eisschwert. Dann schauen wir mal, wo meine Sachen noch sind. Tasche ist voll. Gibt da auch noch was von mir, oder wie? Nee. Naja, zumindest haben wir den Hinox besiegt. Das ist doch auch schon mal geil. Kennen wir uns zumindest schon mal aus. Ah, jetzt wird's easy. Ja, und ich glaube, das Eisschwert ist gar nicht mal so verkehrt. Jetzt haben wir natürlich nicht einmal die krasse Rüstung angehabt, ne?
Ich weiß nämlich, wo wir nur so einen Hinox besiegen müssen. Und dann kriegen wir was Nettes. So, jetzt pass auf, wir sollten vielleicht jetzt auch mal das Schild auswählen. Okay. Werden wir gleich mal ordentlich klettern hier. Na. Ah. Sehr schön. Was haben wir denn hier Schönes? Das schaut auch ein bisschen interessant aus hier. Irgendwas von der alten Zeit ein bisschen, ne? Das war wohl einmal irgendwie ein Gebäude. Könnte eine Gaststätte gewesen sein, könnte aber auch ein Tempel gewesen sein. Aber mehr gibt's da nicht bei dem. Warte mal. Ist da vielleicht irgendwo eine Kiste oder so? Echt gar nichts? Wow. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber vielleicht ist da hinten noch was. Na, schau mal, wer ist denn da? Wer bist du denn, Reisende? Ist Meister Koga nicht dein Traum? Sein pummeliges Bäuchlein. Man möchte ihn knuddeln. Meister Koga? Erzähl doch nichts, du kennst ihn nicht? Aber keine Sorge, ich sage dir alles, was du wissen musst. Also, Meister Koga. Er kennt zahllose Geheimnisse der Shika und ist Meister der Jägerbande, die den Helden aufhalten. Ach, scheiße. Du hast dein Leben verwirkt, ja. Hab dich. Hab wieder Schwertbanane fallen lassen. Oh Mann, jetzt habe ich echt gedacht, so, ich krieg irgendwas Cooles, aber. Oder ich erfahre irgendwas Cooles, aber nichts da, ne? War halt bloß einer der Jägerbande. Also muss man echt ein bisschen aufpassen. Okay. Oh, da ist wieder Stall. Bringen wir wieder eine Nebenquest, wie es ausschaut. Mifas Gebet muss jetzt auch wieder aufladen. Na, 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 na. So nicht. Na, warte, niemand 14er. Jetzt traut's euch nicht mehr, hä? Tja. Das schaut so schön aus, da in dem Gras. Edelwild, easy going. So, da macht man doch gleich mal diesen Schrein hier. Ich weiß gerade gar nicht. Ah, sehen wir eh gleich, ne? Der Kartosa-Schrein ist das. Sehen wir eh gleich, wie viele Zeichen der Bewährung wir schon wieder haben. Ich glaube, das wird jetzt das dritte. Bin mir nicht ganz sicher. Weiß ich gerade nicht. Na denn. Prost, Binnland. Trinken ist wichtig. Das habe ich wieder nicht geschaut, ne? Aber ich glaube, eins war's. Irgendwann misst man das Bandschwert an und irgendwann. Oh. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kartosa. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Kartosas Apparatur. Okay. Ah, da muss ich schon wieder irgendwas drehen und umeinander wenden und hin und her. Okay, schauen wir es uns erstmal an. Was ist jetzt, was können wir da machen? Ah, okay. Ah, okay, das ist cool. Ein bisschen Minigolf spielen. Oh, geht der rein? Ah, komm, der geht, oder? Oh! Oh, yeah. Sexy. Ich glaube, wir haben es geschafft. Hallo? Was? Bloß weil ich das jetzt weggemacht habe.
Ach, der verhungert, oder? Na, oder? Komm, komm schon. Nice. Okay, dann bleiben wir jetzt da so lang. Jetzt hat er's. Okay, wir müssen mal ein bisschen Ausschau halten. Nach der Truhe, ne? Warte mal, ich schau jetzt mal, ob ich da irgendwo eine Truhe finde. Ah. Wird es sein? Ah. Warum ist da keine Truhe? Ah, ist die vielleicht dahinter? Kann da möglich sein? Also, der Schrein war zu Ende, aber wir haben hier natürlich noch was. Ah, ist die Truhe. Sehr schön. Okay, das ist tricky. Oh. Oh. Okay, das ist gar nicht mehr so leicht. Muss ich da ein bisschen so rundum machen, ne? Zack. Okay, muss ich wahrscheinlich von neuem machen. Okay, das bringt mir nichts. Nochmal neu. Ah, das war zu wenig, oder? Ah, schade, das war zu wenig. Ah. Okay, das war too much. Oh, das ist gut. Ah, komm schon. Ja, super, nice. Ich liebe ja Minigolf, ne? Ich liebe ja Minigolf. Ach, schön. Ach, dieser Schrein, der hat mir jetzt gefallen. Ich weiß, es gibt nur einen richtig ätzenden Schrein. Ein Eisgroßschwert, okay. Die Frage ist, was legen wir dafür ab? Eisgroßschwert. Was war's denn? Ritter Helibare, Helibare, es tut mir leid. Okay. Müssen wir nur schnell auf die Plattform warten und dann haben wir den Schrein abgeschlossen. Läuft. Nice. Müssen wir uns auch mal wieder umziehen, gell? Fällt mir gerade so auf. Vielleicht echt mal, dass wir wieder ein bisschen mehr aushalten hier. Eigentlich so das typische Standard-Outfit. Ich finde es einfach cool mit dieser Kapuze. Ich finde, das hat einfach was. Gut, wenn wir dann später natürlich andere Outfits haben, ne? Zum Beispiel dieses Original-Link-Outfit, das grüne. Aber einfach auch schon wie so ein lustiger Elf. Dann nehmen wir das natürlich, ja. Oder ein bisschen wie Peter Pan, ne? Ist ja ein bisschen, glaube ich, inspiriert von Peter Pan, der Link. Ja, ihr habt die Prüfung gemeistert. Easy going. Ba, 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 ba. Yes, das zweite Zeichen der Bewährung. Ist eigentlich einmal ganz gut, wenn man fast kein Leben mehr hat, dann macht man einfach einen Schrein, weil dann füllt sich das Leben einfach wieder von alleine auf, ne? So. Okay. Da hinten, da grabbelt noch diese Echse, ne? Also, dann schauen wir doch mal zum Stall hier. Stall von Ostakala. Okay, das heilige Fragment. Wer bist denn du? Ah. Nogo, guten Tag. Dich habe ich hier ja noch gar nicht gesehen. Ich muss sagen, dein Geschmack bei der Wahl deiner Reiseziele ist schon etwas merkwürdig, ne? Wer bist du? Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Nogo. Ich war schon überall, aber in Akala gefällt es mir am besten. Deswegen kenne ich mich hier auch ganz gut aus. Wolltest du irgendetwas wissen? Kennst du Dumster? Dumster? Wer ist das? Ein Zimmermann? Da bin ich mir nicht sicher. Aber am Akala-See habe ich Lärm gehört. Der See ist im Süden. Sieh dich doch da mal um. Möchtest du noch etwas fragen? Ja, jetzt hören wir mal ein bisschen was von hier. Mal überlegen. Westlich des Stalls liegt eine heilige Quelle, die Quelle der Kraft. In der Legende heißt es, bringe der Quelle der Kraft das heilige Fragment da. Vielleicht war das Teil des Rituals, das die Prinzessin vom Schloss Hyrule dort durchgeführt hat.
Im Westen. Okay. Was ist weiter weg? Nördlich von hier steht so eine Art Leuchtturm. Aber als ich dort war, war niemand zu Hause. Okay, mehr gibt's nimmer. Westlich, sagst du? Also da ist so ein kleiner See, da sollen wir uns einmal umschauen, hat's geheißen. Da ist noch so eine Quelle, könnte es sein? Pass auf, interessanter Ort, haben wir ja gesagt, macht man so, ne? Okay, weißt du was? Ah, die Quelle der Kraft, ein Schrein schon. Dann gehen wir doch einmal einfach auch wirklich da mal weiter. Morgen müssen wir mal umschauen. Also ich muss auch sagen, dass mir diese Gegend da um Akala rum einfach gefällt, weil alles so ein bisschen so herbstlich ist, ne? Man merkt halt richtig, es ist viel, viel kälter hier. Also, kommt einem irgendwie kälter vor. Weil da der Wind ein bisschen mehr geht. Genauso, dass dann die Blätter verfärben und sowas. Also, ich finde, das hat schon was. Apropos verfärben. Der Wald. Sag mal, wo haben wir das? Hier, ne? Genau. Okay, den Wald. Na, warte, wo ist er denn? Da. Diesen Wald. Der ist also nicht in Akala, ne? Das muss aber eigentlich in der normalen Region sein. Der kommt gleich mit so. Ein bisschen schießen können wir noch. Da war gerade irgendein Viech, das wohl noch nicht kennt habe. So. Müssen wir jetzt dann gleich mal schauen, hä? Irgendwas war da jetzt. Nicht, dass das diese Libelle ist, die wohl noch dringend braucht. Da müsste ich halt auch erst einmal fotografieren, ne? Diese ohne Libelle, dass ich es auch an meinem Schika-Sensor anzeigen lassen kann. Okay, also hier ist ein See. Was ist in dem See? Auf jeden Fall schon mal gleich mal. Der da. Komm, darauf. Oh. Hab dich. Nice. Der hat keine Waffen gehabt, ne? Schau mal. Ich glaube, wir sind schon Richtung Institut unterwegs. Da sind nämlich wieder diese Lampen, ne? Da muss ich die auch wieder alle anzünden. Ach, das ist eine Ente. Ich dachte schon. Also, schauen wir mal. Das, vielleicht ist ja da irgendwas drin, was man brauchen kann. Also auf jeden Fall sind Pfeile von mir. Die nehmen wir nur mit. Die lasst man nicht so einfach liegen. Ah, kurz einmal da durchschauen. Aber das ist ja... wäre fatal, wenn da keine einzige Truhe drin wäre. Aber so wie es ausschaut, ist da halt wirklich keine Truhe drin. Ne? Krass. Hätte ich jetzt nicht gemeint. Jawohl, da geht's noch weiter, ne? Ja, das war's. Die Typen können nicht schwimmen. Das ist das. Und raus mit mir. Okay, es geht auf jeden Fall weiter. Ich schätze schon, dass da irgendwas muss da drin sein. Kann ich mir gar nicht anders da vorstellen. Und? Hab dich schon. Das hat echt nichts drin, ne? Krass.
Man will es kaum glauben. Im ganzen See ist einfach nichts drin. So, jetzt wenn ich da mal ganz kurz schaue. Hier schaut's irgendwie, entweder ist das ein Lager oder ist das Institut, ne? Ich glaube, das ist das Institut. Bestimmt ist das da oben. Also, dann schwingen wir mal unseren Arsch darauf. So. Ah, hier haben wir noch was zum Zerdeppern. Immer wichtig. Und hier noch. Okay. Ah, da glaube ich, kommen wir so rauf. Braucht man keine Kletterausrüstung. Gehen wir halt mal genau den anderen Weg, ne? Über die Felswand. Nicht über den Weg, das wäre ja zu leicht. Na denn, na denn. Ja, sollte man schaffen. Sollte möglich sein. Glaube nämlich ganz stark. Ah, schau mal. Das sind keine Blitzdinger, glaube ich. Aber hier haben wir auf jeden Fall so Libellen wieder. Das sind wieder bloß Glutlibellen. Wir brauchen diese Blitzlibellen. So, und nochmal eins höher. Kann man das sagen, kaputt mal. Ja, jetzt hauen sie ab, ne? Bald merke, dass keine Chance haben, hauen sie ab, die feigen Säue. So, und hoch mit mir. Ja, easy. Da kann ich stehen. Kurz abwarten. Noch eins höher. Ich wusste es. Ich wusste es. War nämlich schon so danach ausgeschaut. Oh. Oh. Und das ist wohl ein riesiger Schrotthaufen mit alten Wächtern. Okay. Na, aber nicht gut ausgeschlachtet. Nur mehr antike Schraube, sehr schön. Antike Feder, nehmen wir alles mit. Nice. War da noch irgendwas? Ah, gerade nicht. Okay. Wait, da sind nochmal. Akala Institut. Nice. Da haben wir bestimmt irgendwas. Ah, das ist wirklich komplett ausgeschlachtet hier. Und hier noch eine Axt. Und zack. Oh, Äpfel sind immer gut. Na gut. Dann glaube ich, müssen wir jetzt da dann gleich mal rein. Boah, was ist denn das für Musik? Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge besuchen wir mal dieses Institut. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Dann sage ich jetzt vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Ne? Macht es gut. Habi, die.